Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Icarus. Hallöchen. So, ich wollte mal ein paar Häuser bauen, aber ich sehe gerade, einfach, dass das Baumharz fehlt. Baumharz, da habe ich noch mit Baumharz. Das auch noch irgendwie mit nach oben, ne? Nehmen, oder? Ja, machen wir es so. Ja, genau. Machen wir ein bisschen Baumhaus. Ich habe mir jetzt eine Vorlage bei Google beschafft für ein Gasthaus. Hab ja gesagt, das wird ein bisschen dauern. 19 Stück. Machen wir 19 Stück. Immer noch besser als gar nichts. Das Gasthaus, ja, das müssen wir gucken, was es für einen Boden bekommt. Wahrscheinlich auch so einen schönen Holzboden. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen anfangen. Ein kleines bisschen anfangen. Dann werde ich ja sehen, wo habe ich eigentlich meine Holzsachen deponiert. Das wisst ihr bestimmt, aber ich nicht. Weißt du, mein Holzgeländer? War das da drüben? Oder war das hier? Hier. Ah, ich brauche aber Holzbalken. Weil ich mag es, mit diesen Holzbalken zu arbeiten. Machen wir es hell? Wir machen es hell, weil wir gerade am Bauen sind, ne? Ich werde mal gucken, dass ich die Vorderfront vielleicht mal geschickt einfädel. Oh, lass uns mal ein paar Holzbalken machen. Hier 25. Genau, zieh du mal ein paar Holzbalken durch. Wir brauchen dich. Während ich ein Nickerchen mache. Schade, ne? Dass wenn ich ein Nickerchen mache, so zack, die Zeit ist um. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ja, ich guck mal. Ich guck mal, wie ich das gebacken bekomme. Ich nehme jetzt mal 10 Stück einfach mal mit. Die Vorderfront. Ah, lass uns mal bei Benti vorbeigucken. Ob der eigentlich noch was zu futtern hat. Oh mein Gott. Der hat schon länger nichts mehr zu futtern. Also, ja, tut mir leid, aber der kriegt jetzt einfach mal Tomaten. Nur nochmal Karotten. Karottensamen da, aber ich will die Premium-Samen haben. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo sind denn die Karotten-Premium-Samen? Hallo? Da sind sie doch. Du darfst jetzt einfach mal kurz. Ich gebe dir einen Schmankerl hier. Tomaten. So überlebt er wenigstens, ne? Also, hör mal, wir kriegen natürlich nachher immer noch Spezialessen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier Karotten einpflanzen. Das reicht. Das reicht erstmal. So. Okay, also hier. Wir werden jetzt hier erstmal den Eingang bauen. Hier kommt der Eingang. Dann kommt hier ein Doppelfenster. Hier kommt dann nochmal eine Wand. Dann will ich hier ein Fenster. Eine Wand, ein Fenster, den geht's hier rüber. Oh, oh, guck mal. Hm, gut abgepasst anscheinend, ne? Also, dann machen wir, hier kommt eine ganz normale Wand, hier auch wieder
rein. Dann machen wir hier ein Fenster. Und hier eine Wand. Ah. Eigentlich hätte jetzt hier nochmal eine Wand gemusst. Eigentlich hätte da nochmal eine Wand gemusst. Ah, ja. Vielleicht aber auch so. Machen wir mal. Vielleicht verkürzen wir es einfach. Ein bisschen improvisieren. Guckt gar nicht richtig raus, ne? Okay, machen wir hier. Zack. Zack, zack. Und zack. Okay. Na gut. Okay. So habe ich es mir halt überlegt. So wird es gemacht. Ich brauche nochmal, gehen wir mal Fundamente von da oben holen. Fundamente und Deckenplatten, ne? Kann man nochmal kurz gucken? Ja, ich brauche, warte mal. Brauchen ja nochmal ein paar Wände und so. Nehmen mal aktivieren. Machen wir so und dann haben wir da nochmal. So. Dann machen wir das auch noch mal da rein. Noch mal, ja, machen wir noch mal 15 Stück, das ist okay. Habe ich jetzt die Fundamente mitgenommen? Nö, habe ich natürlich nicht. Ich weiß was drauf. Wir sind ja nicht wegen Fundamente hier. Ja. Genau, wir zäunen das alles gleich mal richtig ein. Halt! Falscher Boden. Den da auch mitnehmen. So. Guck mal, dann haben wir nämlich hier den Boden. Dann reißen wir das hier ab. Dann machen wir dann das rein. So. Gell. Sparen wir nämlich wieder Fundamente. Zwei Wände raus. Und da hier drin ja auch Strom verlegt wird, machen wir das mal so, ne? Muss erst repariert werden. Auch repariert werden.
Ja, und da ich immer wieder zwischendrin so eine dicken Fundamente habe, habe ich auch eine gewisse Halterung. Ja. Perfekt, ne? Also, zwei. Ja, wir sollten drei rausgehen. Ganz ehrlich, wir sollten drei rausgehen. Wir sollten drei rausgehen, ne? Jetzt mal. Wir wollen es ja auch da draußen, da drin schön hübsch machen. So, eins. Machen wir hier. Oder machen wir... Oder warte mal, wir können auch sagen... Machen hier ein Doppelfenster. Dann hier gehen wir halt ein bisschen weiter raus. Schadet nicht. Das schadet ja überhaupt nicht. Das schadet ja überhaupt nicht, ne? Machen wir hier auch. Doppelfenster. So, und von hinten. Von hinten. Machen wir... Das so, dann ein Fenster. Hier möchte ich noch mal eine Tür, so ein Ausgang nach hinten. Fenster, nein, kein Fenster, warte. Noch Fenster. Da gehen wir noch mal zwei Stück. Haben wir noch mal ein paar Wände gemacht hier, ne? So. Also das ist jetzt im Grunde genommen der Grundriss von meiner Gastronomie. Das wird auch zweistöckig. Höchstwahrscheinlich wird es zweistöckig werden. Dann haben wir hier einmal den Eingangsbereich. Hier kommen natürlich irgendwo die Küche hin. Da muss ich aber noch gucken, wo. Ich nehme jetzt, glaube ich, erstmal hier wieder Steinböden. Erstmal Steinböden, damit das abgedeckt ist. Dann müssen wir mal gucken, wo gehe ich denn eigentlich hoch? Machen wir hier? Mal, lass mich mal. Einmal gucken. Schade. Nicht. Naja, wir haben jetzt gerade keine... Holzding da. Ja, nee, Holzding da haben wir gerade nicht, nein. Egal. Das werde ich schon sehen. Das werde ich mir jetzt irgendwo einbauen.
So, und dann machen wir jetzt mal den Holzbohnen rein. Der muss natürlich ein bisschen... So. Genau. Zack, zack. Da. Okay. Bisschen da mit dran und hier mit dran. Ich glaube, ich habe zu wenig Holzböden. Aber da will ich dann auch gleich die richtige Küche mit einbauen, die ich aber noch ja, freiskillen muss. Wieder Hunger. Okay, hier fehlen noch ein paar Fußböden. 2, 4, 5. 5 Fußböden fehlen mir hier noch. Darf ich mal kurz... Ich klick die mal kurz dahin. Dahin klatschen. So, einmal wegpusten. Ja, 53 bin ich ja bald, ne? Ist ja nicht mehr viel. Im Grunde, genau. So. Also, einen Holzfußboden kann ich machen wegen Kupfer. Das ist aber in Ordnung. Okay. Wir hätten das aber noch im Angebot. Kupfernägel, ne? Ah. Schön, schön. Auch, oh, warte mal. Da fehlte mir ja auch immer. Lass uns das doch mal da schnell hinlegen. Ja, hab das auch mal gemacht. Gut. Ziegeldächer. Ja. Haben wir hier eigentlich noch Kupfernägel drin? Ne, Kupfernägel haben wir nicht mehr drin, aber das machen wir jetzt. So, nebenbei mal, ne? Damit das da auch mal. Die brauchen wieder Wasser. Okay, gut. Wow. So Stück für Stück, ne? Mühsam ernährt sich das Krabbeltier. Der Biostand zurück. Ah ja, den wollte ich auch noch hinbauen. Warte, der soll ja auch unten hin. Ich glaube, den mache ich aber da in die Ecke. Ja, oder? Das sieht doch, das hört sich doch gut an. Warte mal, wenn ich den jetzt da hin will. Und Wasser. Kein Problem. Wasser haben wir auch hier.
So. Haben wir da noch was drin für den Bio? Nein, haben wir nicht. So. Aber irgendwo hatte ich noch was dafür gehabt, ne? Dann mal, da ist noch ganz viel Eisenerz. Oh ja, komm. Das könntest du eigentlich mal alles verarbeiten. Und das mal geschwind da rein. Kruste hatte ich noch da. Ganz viel Kruste. Und da habe ich auch schon Erfahrung gebracht durch den lieben Deadpool wieder. Dieser neue Rucksack, dieser Medi-Rucksack, der soll ganz gut dafür sein, dass das sich so ein bisschen ausbügelt. Bis zu einem gewissen Grad. Was sagt er? Ich glaube 500%. Und dann wird es aber übel. Also wenn man den Rucksack mitnimmt, dann Erze, Kruste und so holt, kann man mit dem Rucksack echt gut was machen, ne? Also einmal reparieren lassen. Wie sieht es hier drin eigentlich aus? Okay. Ganz vernünftig, ne? Wasser müsste jetzt wieder gefüllt sein. So. So. Du ziehst durch, ne? Ja, du ziehst durch. Sauber. Wir brauchen nämlich noch mal ein bisschen von dem. Und wir brauchen auf jeden Fall die Kupfernägel. Da zieht er auch ein paar durch. Da kommt jetzt nochmal jede Menge Epoxid. Boah. Ja, das da wollte ich, genau. Das da. Und zwar nochmal 3, 4, 6, ich glaube 7 Böden waren das. Glaube ich. Ich mag diese Türen. Ich mag einfach diese Türen, die Holztüren. Die sind einfach fantastisch. So, die Bögen sind da. Nehmen wir die Türen mit. Lass uns mal kurz nach den Möhren gucken, damit Benti auch wieder normales Essen kriegt, ne? Ich glaube, könnten sogar schon da sein. Ah, guck mal hier, 8 Möhren. Perfekt, 66 Möhren. 66 Möhren. Tanzen dir auf dem Dach. Brauche ich hier 1, 2, 3, 4, 5. Gar nicht noch Material dabei. Okay. Warum sind die jetzt nicht? Die halten länger als die. Aber komisch. Auch hier. Guck mal, plus 50% Dauer bis zum Verderben. Seit wann ist das denn? Ja, auch plus 50% Dauer bis zum Verderben. Okay. Das ist jetzt durch die Eisenbeete oder was? Das kannte ich jetzt noch gar nicht. Okay, auch wieder was. Nett. Nett. Brauchte nochmal 5 halbe Dächer. Was war das nochmal? Was waren die, ne? Lass mich nochmal kurz gucken. Bevor ich wieder das Falsche mache. Nein, es waren nicht die. Siehst du, ich hätte das Falsche gemacht. Das da sind sie.
diese halbe Steinneigung. Also nehmen wir die halben Lehmziegelneigung. Eine habe ich, also machen wir nochmal 4. Dann habe ich 5 Stück. Genau hier. Denn hier einmal. Genau. Perfekt. Den Boden einbauen. Ich hoffe nur, ich kriege keine Schwierigkeiten, wenn ich jetzt zu viel baue. Dass das denn zusammenbricht oder so. So, okay. Das war's für heute. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.